Also mit der Zauberin haben wir echt keine Probleme. Wir haben volle Energie, volle Zauberdingsbums und uns geht's immer gut. Das freut mich. Moment, ich bin natürlich neugierig, muss natürlich erst alles inspizieren. Ha, seht ihr? Seht ihr? Was war es? Ein Schwert, das wir nicht nutzen können, aber das uns Geld gibt. So. Hier kann man nicht speichern, das ist irgendwie unheimlich. Aber es hilft ja nichts. Los geht's. Willkommen bei Biskis magischem Verdingsbums in die Zukunft. Oh. Wie bitte? Wie? Was? Oh, Moment, ihr seid doch der Barf. Mein Bruder hat mir von euch erzählt. Was hat er doch gleich gesagt? Er meinte der Barf. Hey, Kettel, was macht ihr denn hier? Fnarf ist übrigens auf der Suche nach euch. Fnarf reimt sich auf Barf. Vielleicht sollte ich ein Lied über euch zwei schreiben. Ich habe keine Zeit, eurem wirren Gebrabbel zuzuhören. Könntet ihr mich vielleicht über den Fluss bringen? Den Barf über den Fluss bringen? Das war es. Was war noch gleich der spezielle Barfpreis? Ich bin etwas in Eile und in eurem Zustand könnt ihr mich unmöglich auf die andere Seite bringen. Wie wäre es, wenn ich einfach allein mit eurem Boot übersetze? Das ist leider unmöglich. Der Piski ist zu gefährlich für einen ungeübten Seemann. Wie viel hat mein Bruder von euch verlangt? 10 Silber, glaube ich. Ihr habt ihn ein bisschen gedroht, oder? Möglich. Sehr gut. Das hat er verdient. Ich biete euch denselben Preis. Bereit, den Piski zu überqueren? Ja, aber in schnellsten Wege. Dann haben wir auch wollen mal wir mal mit dem See ins Boot stechen. Was? Ob das jetzt so eine gute Idee ist? Wisst ihr, als Kapitän dieses Schiffes könnte ich euch zwei beiden Hübschen trauen, wenn ihr das wünscht. Nein. Da wären wir auch schon. Vorsicht beim Aussteigen. Geratet auf den Planken, nicht ins Wanken. Ha, Schenkelklopfer. Ja, der war aber freundlich, freut mich. So, speichern braucht die Welt. Das würde ich auch gerne mal im Leben machen. Einfach vor einer Entscheidung speichern. Und wenn die Entscheidung falsch war, einfach wieder neu laden. Das wäre episch. Oh, was passiert jetzt? Der sieht gefährlich aus. So. Was haben wir denn da? Euch kenne ich nicht. Aber Kettil, mein geheimnistuerischer Gefährte, wann haben wir uns wohl das letzte Mal gesehen? Wann war das noch? Ich war auf dem Weg nach Juten und, Oh, wartet. Ich weiß es wieder. Ja, es war, als ihr mir meinen begehrten Besitz entwendet habt, meinen atemberaubenden Adler-Talisman. Ich war das nicht, Fnarf. Dieser Bettler hier hat ihn gestohlen. Ich wollte ihn gerade zu euch zurückbringen. Da zog er mir eins über, nahm ihn mir ab und fesselte mich. Moment mal. Ich habe das Ding erst in Ketils Haus gefunden, als ich kam, um ihn nach Juten zu bringen. Das potenzielle Problem ist leider, wenn ich euch gehen lasse, halten mich meine frechen Freunde hier für einen Feigling. Sie könnten gar auf den grässlichen Gedanken kommen, diese blutrünstige Bande zu übernehmen. Deswegen werden wir euch auf die Köpfe knüppeln und euren Besitz beschlagnahmen. Nichts Persönliches. Ihr versteht schon. Wenn es etwas gibt, das ich hasse, dann sind das größenwahnsinnige Kunal Trow. Schnell! Macht mich los, damit ich kämpfen kann! Wir haben gespeichert, also nein. Den Teufel werde ich tun. Ihr würdet weglaufen. Seid ihr irre, Mann? Macht mich los, sonst bringen sie uns beide um. Nö, ich hab gespeichert. Solange ihr zuerst sterbt, kann ich mich von meinem Tod wenigstens noch amüsieren. Ich hatte recht. Ihr seid ein Idiot. Und sie werden euch mit ihren Keulen bestimmt noch das letzte Restchen Verstand aus der Birne prügeln. Los geht's, los. Zauberin, walte deines Amtes. Heile mich. Auch wenn du hässlich bist, vielleicht tue ich mich doch mal erbarmen für eine Nacht, wenn du mich hier heilst. Ganz unter uns bestimmt nicht. Das musst du ja nicht wissen.
Ja, jetzt... Ja, danke schön. Danke für die Heilung. Kann ich gut gebrauchen. So. Erstmal die Kleinen hier wegmachen. Autsch, ah, verdammt. Okay, ich gehe auf die Bogenschützen. Die nerven nämlich gerade dezent. So. Bautzi, das machst du gut. Los geht's. Stirb. Haha. Ich habe noch was Ekliges zu erledigen. Vorerst werde ich euch am Leben lassen. Aber wenn wir uns in Bälde begegnen, werdet ihr nicht so grandioses Glück haben. Trotz der warmherzigen und einnehmenden Persönlichkeit des Barden liefen die Leute weiter vor ihm weg, als hätte er die Pest. Vielleicht würde er eines Tages merken, dass er Freunde fesseln musste, um sie länger an sich zu binden. Fürs Erste würde es mir schon reichen, wenn ich euch endlich das lose Mundwerk zubinden könnte. Zwar war Fnarf entkommen, aber der Barde wurde das Gefühl nicht los, dass er ihn wiedersehen würde. Das ist doch klar. Diese Dinge laufen doch immer so. Würden die Leute einfach hierbleiben und mannhaft ihre Tracht Prügel einstecken, würde mir das wirklich eine Menge Ärger ersparen. Ach ja. Immer dieses Gespräch zwischen unserem Erzähler und dem Baden. Und da geht die Action gleich weiter. Krieg hier keine Minute Ruhe. Na, verdammt. Bin fertig. Ihr seid Waschlappen. Aber die ist echt praktisch. Hässlich wie die Nacht, aber praktisch. Immer wieder gern. Sind das wieder die Eber? Ja, das sind wieder die Eber. Lauf, verdammt. Oh, die redet mit uns. Sehr schön. Ihr habt mir nichts entgegenzusetzen. So. Ach ja, schön, dass wir weiterkommen. Hätte ich nicht gedacht. Oh, verdammt. Also ich habe ja noch gedacht gehabt, dass wir noch im falschen Level sind. Also... dass wir hier noch gar nicht her müssten, aber es ist doch so. Freut mich. Ah, die heilt sich selber. Ah, das ist noch praktischer. Leute, das wird eine wunderbare Freundschaft. So, Speicher nicht laden. Und zurück nach Husten. Husten, wir haben kein Problem mehr. Die Geschichte des Baden. So. Bin ich mal gespannt, was hier so passiert. Froh, mich zu sehen, Schweinebacke? Noch ein Fluchtversuch und das Flossenvolk bekommt was zu futtern. Kommen wir nun zu meiner Belohnung. Belohnung? Seid froh, dass ich euch nicht ins Gefängnis werfe. Was ist nun mit meiner Belohnung? Verschwindet raus hier! Hey! Das ist aber unfreundlich. So, dann gehen wir mal... Tut mir leid. Dann gehen wir mal zu der... Moment. Ja, das muss sein. Tut mir leid. So, dann gehen wir mal zu der lieben Mama. Der hübschen. Und sagen mal, ihr Sohn hat tapfer verloren. So, hallo Mama. Dein Sohn hat's hinter sich. Oh, freundlich oder? Komm. Er ist tot. Da müssen wir doch freundlich sein. Hoppla! Ich habe schlechte Nachrichten. Ich habe euren jungen Ogen gesehen. Oder das, was noch von ihm übrig war. Oh nein! Sag, dass es nicht wahr ist. Getötet! Ich hoffe, ihr habt meinen Jungen gerecht. Also das kann man wohl sagen. Aber ja,
Als nächstes waren sie hinter mir her und ich musste mich verteidigen. Ihr habt meinen Ogern gerecht. Vielen Dank. Und nun überlasst bitte eine Mutter ihrer Trauer. Das gibt es genauso viel Erfahrung wie die Hauptquest. Das ist schon sehr interessant. Zum Glück müssen wir sie nicht trösten. Bei dem Spiel hat mich nichts gewundert. Ihr wisst, wie man Frauen tröstet. Ne? Naja. So, wo geht's jetzt als nächstes hin? Bin wieder questlos, aber nicht speicherlos. Ja. Das hast du fein gemacht. Hey, ich wollte mit dir reden. Ich wollte mich eigentlich bedanken. Naja, gut. Oh, da liegt was. Ein Hauer. Du hast aber eine tolle Frisur. Ja, ich vergebe dir. Na gut, wir haben keine Questen mehr offen. Abenteuerlog. Ah, begebt euch nach Kirkwall und sucht Bobd. Gut. Dann versuchen wir das mal. Wo war der Eierausgang? Da oben, stimmt? Ich glaube, da oben war er. Ah, sehr schön. Auf jeden Fall sehr schönes, stimmiges Spiel. Mit sehr viel Humor. Na, da kommt man nicht weiter. Ich kann hier... Nö. Wisst ihr, wenn ihr hier öfter vorbeischaut, dann werde ich euch bleiben lassen. Für immer. Verzeihung. Und jetzt verschwindet. Ja, bin ja schon unterwegs. Kirkwall müssen wir jetzt hin. Die Geschichte des Baden. Ja, wo ist Kirkwall, bitteschön? Gehen wir mal da runter. Da ist nichts. Aber ich habe Wölfe gehört. Oder einen zumindest. Ich frage mich, was die Gegner eigentlich auf der Karte machen, wenn ich ihnen begegne. Und warum müssen wir hier eigentlich so langsam... Ach, da ist so ein Wolf. Oder ein Dachs ist das? Keine Ahnung. Ich frage mich, warum wir überhaupt so langsam laufen. Das ist sehr nervig, sehr ärgerlich. Ich bin 7 Uhr. Ah. Kapitel 3. Oh, wir sind schon Kapitel 3. Sehr schön. Und so erreichte der Barde Kirkwall, eine friedliche und ruhige Stadt. Der Ort erschien ihm seltsam vertraut. Und schon bald sollte er den Grund dafür erfahren. Verzeiht die Störung, aber wisst ihr, wo ich einen namens Bo finde? Oh mein Gott! Ich fasse es nicht! Ich kann es wirklich nicht glauben! Trügen mich meine Augen? Das kann man nur hoffen. So viel zum Thema friedlich und ruhig. Meine Augen sprechen die Wahrheit. Mein Liebster ist tatsächlich zurück. Obwohl du geschworen hattest, in meine Arme zurückzukehren, weckte die Zeit doch Zweifel in meinem Herzen. Diese zauberhafte Nacht ist ja so lange her. Verzeiht die Störung, aber wisst ihr, wo ich einen namens Bo. Ich habe einen Bug gefunden. Hört ihr das im Hintergrund? Aber wisst ihr, wo ich einen namens Bo finde? Verzeiht die Störung. Yeah, Loop. Ach, aber die sieht, also, so, die ist genau mein Geschmack, deswegen bin ich sehr freundlich zu ihr. Es tut mir aufrichtig leid, junge Dame, aber offensichtlich verwechselt ihr mich mit jemand anderem. Sicher mit jemand weniger Hübschem. Das passiert mir immer wieder. Du scherzt wohl! Diese Mondnacht in der Scheune, oben auf dem Heuboden. Du sagtest, du würdest mich lieben. Du sagtest, das wäre der leidenschaftlichste Moment, den du je erlebt hast. Verzeiht die Störung, aber... Moment, jetzt erinnere ich mich wieder. Du musst mir vergeben, denn ich habe mit vielen Männern gekämpft, viele Gefahren bewältigt, um zu dir zurückzukehren. Sehr viele Männer, viele Schläge auf den Kopf. Natürlich erinnere ich mich an dich, Liebchen. Ich bin so froh, wieder bei dir zu sein. Oh, mein Liebster, wir werden ein Leben voller schöner Erinnerungen teilen. Vater wird sich so sehr freuen. Du musst auf unseren Hof kommen und ihn kennenlernen. Ich bin
sicher, dass er dich genauso lieben wird wie ich. Ganz bestimmt mehr, als ich verdiene. Nun denn, ich muss gehen, Geschenke für dich und deinen Vater besorgen. Du wirst bald merken, wie sehr sich mein Herz nach dir sehnt. Versprochen. Bis wir uns wiedersehen, mein Liebster. Verzeiht die Störung, aber das wäre das Schlupfloch. Ja, Schlupfloch, ja, wie Schlupflöcher kenne ich. Einen namens Bo finde? Verzeiht die Störung, aber wisst ihr, wo ich einen namens Bo finde? Verzeiht die Störung, aber wisst ihr, wo... Hoffentlich ist jetzt der Loop weg. Hat sehr genervt. Einen namens Bo finde? Verzeiht die Störung, aber wisst ihr, wo ich einen namens Bo finde? Verzeiht die Störung, aber wisst ihr, wo ich einen namens Bo finde? Naja, gut. Verzeiht die Störung, aber wisst ihr, wo ich einen namens Bo... So. Also das ist sehr nervig. Ich würde jetzt sagen, ich beende die Session. Hat zwar jetzt nur 3 Folgen statt 4 Folgen gegeben, aber mein Gott, was soll's... Dabei jetzt nichts ändern. Ich könnte zwar nochmal starten, aber wegen einer Folge nochmal das Spiel neu starten, das ist ja Blödsinn. Deswegen hoffe ich, dass ihr ein wenig Spaß hattet und man sieht sich das nächste Mal dann in Kirkwall und dann hoffentlich auch wieder mit der süßen Kleinen da gerade eben. Knack, knack. Naja, bis dahin und tschüss.